Nach Grünau. Ja, aber vorher wurde die Grünau an der Rottenburg gefahren. Welche Leute vor, weil hier ist noch ein Schlau. Der kommt auch hier mit dazu. Was habt ihr? Ich bin später. Ich dann kriegst du gleich meinen Hund gesetzt. Ja, mein Name ist Birgit Lorenz. Ich wohne seit 1993 hier in Grünau, also hier auch in dem WK1. Also der WK1 ist ja der erste Bauabschnitt damals gewesen in den 70er Jahren. Und hier ist es wirklich noch, was Grünau das Wort sagt. Es ist hier noch grün und das hat uns eigentlich damals begeistert, hierher zu ziehen. Und vor allen Dingen auch, dass man gleich parallel die Schule hatte, dass unser Kind nicht so einen langen Schulweg hatte. Dass man hier den Robert-Koch-Park hat, wo man eben schön auch mal spazieren gehen kann. Ja, und dann halt, weil es eben auch für öffentliche Verkehrsmittel sehr alles gut erreichbar ist, weil ich kein Autofahrer bin. Nur die Wohnungen könnten ein bisschen größer sein. Und was mich ein bisschen wehmütig macht, jetzt so in der letzten Zeit, der Balkon könnte ein bisschen größer sein. Meine Schwägerin wohnt gleich hier vorne, mein Schwager wohnt ein bisschen weiter hinten und mein Bruder wohnt ganz hinten. Aber alle hier sind mittlerweile nach Grünau gezogen. Also früher haben wir ja immer ganz viel, also da wohnten ja hier noch ganz viele eben halt auch mit Kindern. Also da haben wir immer sehr viel vorne dann vorm Haus gesessen und haben dann auch am Wochenende gerade immer viel zusammen gegrillt. Und jeder hat so seine Lieblingssalate mitgebracht. Und also da haben wir immer schöne Zusammenkünfte gehabt, was jetzt leider nicht mehr so ist, weil die einen oder anderen sind weggezogen. Die Kinder sind groß, wir sind ja fast hier in unserem Haus. Wir sind damals alle zusammen eingezogen, mit einem wieder noch diejenigen, die von Anfang an drin sind. Alle anderen sind zugezogen und viele sind dann halt berufsbedingt weggezogen oder so. Dadurch ist es halt nicht mehr so der Zusammenhalt, der es eben mal so Anfang der 90er Jahre war, wo wir dann hierher gezogen sind. Ansonsten ist schon schön und vor allen Dingen auch ruhig hier vorne. Ich heiße Jacqueline und ja, bin Mama von 4 Kindern, verheiratet. Und wohne seit 96 hier in Grünau. Hallo, ich heiße Hassan Omar, ich komme aus Kurdistan. Also ich lebe seit 2013 in Deutschland und ich arbeite im Leipziger Flughafen DHL. Also ich wohne schon seit 23 Jahren hier in der alten Salzstraße. Ich bin von 113 zu 111, dann mit dem Freund in der 105. Fünfmal. Ja, aber ich muss sagen, einmal ja noch mit meiner Mutti, wo ich ein Kind war, und die restlichen 4 Mal mit meinem Mann. Also mein Schwager hat einen Schmuckenladen hier in Leipzig und außerdem mein angeschlafener Kind war ein bisschen behandelt. Und ich habe gehört, in Leipzig, der gibt Uniklinikum, ist ein großes Krankenhaus. Deswegen bin ich zum Leipzig gekommen. In Leipzig war, sag ich jetzt, ist mein Traumstart. Also wo wir hergezogen sind, war es wirklich schön. Und ich hatte hier auch eine schöne Kindheit. Aber es verändert sich. Aber wenn unsere Kinder dann aus den Gröbsten raus sind, auch aus der Schule raus sind, werden wir jetzt genau, denke ich, wegziehen. Hast du deinen Mann hier kennengelernt? Genau da! Vor 14 Jahren. Nee, er wohnte hier gleich in dem Haus. Und ich wohnte hinterm Sportplatz in den Häusern. Es war Zufall, dass wir uns kennengelernt haben. Da waren wir erst 16. Ich koche selber gern. Und frisch halt. Also Nudeln mit viel Soße ist immer gut. Also ob es jetzt mit Jagdwurst ist oder mit Käse-Schinkenwürfel, also quasi mit Tomatensauce oder hier Bolognese, auch schön mit viel Soße. Die Feste in Grünau sind eigentlich an sich toll. Ja, also es gibt auch Negatives. Gerade abends sollte man vielleicht jetzt nicht so unbedingt immer hier alleine draußen rumrennen. Aber tagsüber, wenn man mit seinen Freunden und Familie zusammen ist, gibt es immer wieder schöne Momente. Und das kann auch was ganz Normales sein, wenn man hier sitzt und man macht plötzlich eine Wasserbombenschlacht oder so. Also man kann aus jedem Tag wirklich was Tolles immer machen. Mein Name ist Schellenberg Bernd.
bin 60er Jahre geboren, ich bin Thüringer, Mühlhäuser. Okay? Ich bin nach Leipzig gekommen, 1990, durch die Wende, keine Ahnung, ja. Ich war früher in Saarbrücken oder irgendwie hier und lebe seit 1991 in Leipzig. Hatte verschiedene Tätigkeiten gehabt, Bau überall gearbeitet, ja. Bin vorbestraft, 12 Jahre Gefängnis, abgeteilt natürlich. Die letzte Straftat war 1994, fahren ohne Führerschein. 6 Monate, daraus wurden 3,5 Jahre, bin ich rausgekommen. Danach habe ich mir aufgebaut, meine Wohnung, mein Heim, mein alles drum und dran. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, ist meinen Führerschein wieder zu bekommen, weil mir ja vorbestraft ist. Jetzt habe ich hier meine Paula, mehr, der Löber, hier mein Hund, ja. Habe ich mir 2007 angeschafft. Ich lebe in Grünau. Ich habe verschiedene, sagen wir, Apotheken durch. Ich bin kein Drogenhändler, kein Drogendealer. Ich habe nichts mit Frauen am Hut, nüttenmäßig oder wie auch immer. Ja. Ich bin einfach nur, naja, ist vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Ich lebe hier in Grünau, das ist schräg hier rüber, wo ich wohne, und werde momentan als Pädophiler hingestellt. Als angeblicher Kinderschändler. Ich habe nie irgendeinen Menschen außer Körperverletzung, aber keine Frau, kein Kind, kein Nix, kein gar nichts angetan. Und wirst trotzdem durch so eine Vögel hier als Pädophiler hingestellt, die wissen gar nicht, was das heißt. Einen so zu betiteln bei mir, weil die nicht klar im Kopf kommen. Das muss ich sagen. Und weil ich hab noch mehr vor meinem Leben. Guck mal meinen Hund an hier unten. Komm her hier, Paula. Hey, gib mal, komm mal her hier. Komm her. Komm her hier. Hier, komm mal her. Hier ist meine Paula. Die ist 14 Jahre alt. Hier, die kannst du gucken. Hey, mancher Mensch hat nicht zu fressen gekriegt, wie der Hund lebt. Hey. Andere haben noch nie Kaviar gefressen. Der hat schon Kaviar gefressen. Ja, so sieht's aus. 14 Jahre ist mein Baby. Hat mit sieben Wochen habe ich es aufgezogen. Mit der Flasche. Bumm, Ende. Und da ist man nicht scheiße. Mein Name ist Rajesh Butcher. Ich komme aus Indien. Ich habe vorher Textilien gemacht. Und davon kenne ich die Umgebung hier. Und ein Jahr habe ich auch Pizzeria gemacht da. Das ist so hier. Ich habe lange einen Laden gesucht Richtung Eisenbahnstraße oder Zentrum. Und da habe ich nicht gefunden. Und dann vor 4 Jahren, ich komme Dienstag hier, also Textilien verkaufen. Und dann habe ich gesehen, dieser Laden ist leer. Und dann habe ich, aber ich denke so, mein Glück ist auch nur Grünau. Ich komme immer wieder diese Ecke oder hier. Ich kenne Kinder, Jugendliche und ältere Leute kenne ich sehr, sehr gut hier. Ja, kenne ich sehr viele Leute. Kenne ich auch viele Ausländer aus Ringstraße hier, aus Syrien und aus Indien, aus Pakistan. Und dann gibt es auch viele Afghaner hier. Ja, und aus Afrika gibt es viele, ja. Und internationale Lebensmittel habe ich und dadurch kommen die auch viele hier einkaufen. Ich lebe im Zentrum. Ich wohne in Dresdner Straße und also gefällt mir. Vor 3 Jahren war ein bisschen gefährlich hier. Also 2-3 Mal. Ich habe sogar drinnen geschlafen, 1-2 Mal, war Fenster auf. Ja. Ich konnte nicht fest, also Hammer geklebt hier und der zweite Tag wieder passiert, der dritte Tag habe ich drinnen geschlafen. Und dann der dritte Tag auch passiert. Also 2 Anzeigen habe ich schon gemacht. Gasse weggenommen, neue Laden aufgemacht, also war 10 Tage ungefähr. Dann habe ich neu angefangen und da 10 Tage später ist 2-3 Mal passiert. Komplette Tür neu angebaut hier. Also das ist auch eingebrochen.
also versucht irgendwie mit Metall, also hier und Nebenladen auch. Ja. Aber jetzt ist es ruhiger, jetzt ist also viel Polizei unterwegs und das ist besser. Also ich heiße Majid und ich bin 11 Jahre alt, komme aus Syrien und wohne jetzt in Deutschland. Das sind meine kleine Cousinen, die kommen aus Sachsen-Anhalt, die kommen uns hier besuchen, ein paar Tage. Wie alt bist du? 7. 7. Ja. Wie alt bist du? 5. Ja, ich habe schon ein paar Freunde in der Schule. Ja. Ich fühle mich hier wohl. Ja, eigentlich sind fast alle deutsche Freunde. Aber ich habe einen arabischen Freund. Also in der Zukunft will ich ein Notarzt werden. Ja, ich mag das, weil ich gerne Leute helfe. Ja.